Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, das ist der Moin und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 22. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einer neuen Folge. Willkommen zur Samstags 20 Uhr Folge. Und was, plane ich Besseres als an einem Samstag? Natürlich, ein schönes, geiles, saftiges Pack-Opening. Ich habe mir überlegt, öffne ich Trezeguet-Packs, öffne ich Henrik Larsson-Packs. Und dann ist mir ja noch eingefallen, ich habe übrigens gerade ein neues Instagram-Bild gepostet. Das heißt, wahrscheinlich wird jetzt die ganze Folge hier die ganzen Instagram-Nachrichten aufploppen. Instagram, der hat dein Bild geliked, der hat dein Bild geliked, wird sicherlich jetzt noch des Öfteren hier reinflattern. Da sage ich ja Zerko42, Kuss, könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen, Packs996 heiße ich da. Da gibt es aber nur Fußball-Sammelkarten, Fußball-Sammelsticker, kann ich euch direkt schon sagen. Was wollte ich zu Ende erzählen? Lothar Matthäus öffne ich heute. Lothar Matthäus ist mir noch eingefallen, den hatte ich ja zwar schon mal gezogen vor 3-4 Wochen, als das Bundesliga-Tots draußen war. Aber vielleicht habe ich ja nochmal Glück, weil die Packs kamen ja nochmal jetzt raus. Vielleicht habe ich ja Glück und ziehe Lothar das zweite Mal. Lothar und ich sind nämlich beste Freunde. Lothar und ich sind so. So sind wir. Lothar! Wir sind so, Lodi! Deswegen probiere ich mein Glück. Vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht. Ich denke mal, ich mache heute ein paar. Und eventuell morgen oder Montag. Müssen wir mal gucken. Ja, perfekt. Der Trick vorbei. Ah, ja, moin. Huch. Zack, so. Zweites Skillspiel. Können wir auch einen Haken hintermachen. Und dann jede rein ins letzte für heute die drei Skillspiele. Zack. Und das letzte ist... Ah, okay, aufs Tor schießen hier. Ronaldinho wahrscheinlich. Ah, ne, das da, wo man drei Tore braucht. Wo man drei Tore benötigt. Travizzanetti auf Ronaldinho. Diesmal mit einem schönen Finesse in die lange Ecke. Zanetti runter und Ronaldinho wieder rein. Das Ding, Faust in die Facecam. So soll es sein. So muss es sein. Und jetzt gehen wir rein in die Lothar Matthäus Packs. Übrigens, morgen früh gibt es um 8 Uhr eine neue Folge von Nicht mehr weit eure Teams. Da waren wieder sehr, sehr geile Teams dabei. Kann ich direkt schon sagen. Und dann natürlich morgen Abend die nächste 20 Uhr Folge. Das ist ja auch klar wie Kloßbrühe. So, wir gehen rein. Henrik Larsson haben wir noch nicht geöffnet. Wayne Rooney haben wir schon geöffnet, aber nicht gezogen. Matthäus habe ich noch nicht geöffnet. Öffne ich heute. Xavi habe ich schon geöffnet, nur die Hälfte. Habe ich nicht gezogen. Trezeguet habe ich noch gar nicht gezogen. Und Nesta habe ich 2 Packs geöffnet und habe Nesta gezogen. No joke, true story. Ich glaube, die... Wann war das? Vorgestern? Gestern? Auf jeden Fall die Folge schon ein paar Tage her. Da hatte ich Nesta-Packs geöffnet und direkt im zweiten Pack Nesta gezogen. No joke, true story. Oder war es direkt im ersten sogar? Es war direkt im ersten, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe Alzheimer. Wir gehen rein. Abfahrt, Free-to-Play. Das Free-to-Play-Pack-Opening hier. Bundesliga-Event-Icon. Mutter-Lada-Lada! Schade. Aber dadurch kriegen wir jetzt auch... Stimmt, wir kriegen jetzt Bundesliga-Totz-Punkte. Und mit den Bundesliga-Totz-Punkten können wir da nochmal... Aber so komme ich nicht weit. Das waren jetzt 2 Packs und zweimal die niedrigsten Punkte, die man ziehen kann. 1250. Das ist illegal. Wuppertal, Senegal. Scheißegal. Nee, scheißegal ist es nicht. 1500. Wir steigern uns. Aber so ein Lothar im Pack wäre schon saftig. 1500. Und gönn. 1500 wieder mal. René, Dankeschön. Gönn doch jetzt einfach mal. Walkout. 1750, ihr seht es, das ist bis jetzt immer noch hochgegangen. Immer angestiegen. Ja, jetzt ist es wieder runtergefallen. Das ist ein schlechtes Zeichen, würde ich mal behaupten. Das ist ein schlechtes Zeichen, ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. 2000 Punkte. 2000 Punkte war okay, da war die Wahrscheinlichkeit 10%. Die Wahrscheinlichkeit, Lotter zu ziehen, ist 1%. Also so. Eins mache ich noch. Ich habe gesagt, ich mache 10, deswegen mache ich 10. Und das ist das letzte für heute. Gebrochen. F. Gebrochen.
Aber wie viele Bundesliga-Punkte habe ich jetzt dadurch? Und wie viele kann ich nochmal umtauschen? Guck mal, ich kann ja sogar nochmal... Nee, 150. Aber kann ich gar nicht eingeben, weil ich nur so viel abholen kann. Aber was sollen die Punkte einfach dämlich rumliegen? Ich kann sie ja doch einfach umtauschen. Weil ich ein schlauer Bub bin. Zack. Und somit haben wir jetzt insgesamt, Dankeschön Flo. ...43.000. Also so ein bei Erling Haaland, da sehe ich uns schon. Oder Neuer. Wollen wir Torhüter umtauschen, dass ich Neuer dann spiele im Tor hinten? Oder ich kann halt auch Haaland dann verkaufen beispielsweise. Aber Donnarumma? Donnarumma raus, Neuer rein, was meint ihr? Also kann ich mir heute sowieso noch nicht abholen, aber ihr könnt es schon mal gern kommentieren. Erling, wie viel würde der denn kosten? 50 Millionen. Wäre schon geil. Atta liked hier auch. Dankeschön, Atta. 53 Mille. Weiß ich nicht. Wie teuer ist ein Neuer? Wenn wir jetzt schon mal Haaland nachgucken, können wir auch direkt mal Manu nachschauen. Nachschnürkern. Manu kostet auch so ungefähr. So, wenn ich dann in den nächsten 1, 2, 3 Tagen nochmal Lothar Matthäus Packs öffne, kriege ich ja mindestens 10.000 Punkte. Wahrscheinlich sogar 11, 12, 13.000. Aber mindestens 10.000 oder immer 1.100, 1.250. Ich kriege dann sogar 11, 12.000 mindestens. Das heißt, wenn ich jetzt hier ja, geradeaus gehen, macht keinen Sinn. Schlotti wäre natürlich am geilsten, aber zu Schlotti werde ich nicht kommen. 30.000 ist aber auch die gleiche Preis, aber das ist, da fehlen mir halt nochmal 3 nach vorne. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei Neuer hingehe, 14.000, das sind 30.000, das heißt, ich habe 13.000. Das heißt, ich werde auf jeden Fall Manuel Neuer kriegen und habe dann nochmal 600 ultimative Umtauschpunkte. Und mit den Umtauschpunkten mache ich dann nochmal was? Ultimative Punkte. Achso, dann kann ich mir hier 70 ultimative Punkte holen. Aber mit 70 ultimativen Punkte kriege ich doch nichts, oder? Und da brauche ich 225. Okay, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Das werden wir sicherlich nicht hinkriegen. Dann ist es auch eigentlich scheißegal. Dann kann ich auch Neuer spielen. Also die ultimativen Totzpunkte, die ich da bekomme, bei wenn ich einen Neuer hole oder Haaland hole, die bringen mir eigentlich fast gar nichts. So, außer ich habe irgendwas übersehen oder checke irgendwas nicht richtig, das könnt ihr mir ja gerne kommentieren. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.